Anonymen Berechnungen zufolge geht die Welt nicht unter, ehe man nicht durch die Zeit reisen kann. Nachdem wir uns in den ersten vier Lektionen unserer IDE Eclipse installiert und unseren Minecraft-Testserver aufgesetzt haben, ist es nun an der Zeit, endlich mit der wahren Materie dieser Serie zu beginnen. Wie ihr seht, befinden wir uns endlich wieder in unserer IDE Eclipse. Falls ihr diese nicht immer noch geöffnet habt, so könnt ihr sie nun einfach wieder über euer Desktop-Symbol oder über den Installationsordner selbst starten. Den Anblick von Eclipse solltet ihr mittlerweile etwas gewohnt sein, doch jetzt geht es wirklich rein ins Geschehen. Doch bevor ich gleich mit Fachbegriffen um mich werfe, wie ein Medizinstudent vor einer Klausur, möchte ich, dass ihr kurz die Augen schließt und euch in eine eigentlich sogar ziemlich alltägliche Situation hereindenkt. Ihr seid jetzt nämlich kein normaler Typ mehr, der gerade programmieren lernt, sondern ein alter Professor, der zu Hause in seinem Sessel sitzt, eine Katze auf dem Schoß hat und einen Kamin neben sich, in dem ein schönes Feuer brennt. All das hat eine super Qualität, alles sieht klasse aus, doch ein Utensil stört euch. Das ist nämlich euer Bücherregal. Das ist vollkommen alt und vergilbt, das bricht fast in alle Einzelteile auseinander und muss einfach ersetzt werden. Also werft ihr die Katze von eurem Schoß in den Kamin und entschließt euch jetzt, das Regal auszuleeren und auf den Sperrmüll zu werfen. Am nächsten Tag ist es dann soweit, ihr macht euch auf den Weg zum besten Einrichtungsmarkt in eurer Umgebung, einen echten schwedischen IKEA. Nachdem ihr reingegangen seid, esst ihr natürlich zuallererst einen leckeren Hotdog, aber dann macht ihr euch direkt auf den Weg in die Möbelabteilung. Und dann, nach einer kurzen Suchzeit, seht ihr ihn. Das geilste Bücherregal der gesamten Welt. Die Bretter sind so liebevoll getischlert, die Farbe ganz glänzend aufgetragen, die Schrauben sind im besten Winkel reingedreht. Wie auch immer, es ist einfach ein verdammt geiles Regal und ihr kauft es sofort. Nach wenigen Tagen wird es dann zu euch nach Hause geliefert und ihr stellt das Regal auf. Doch plötzlich, kurz nachdem das Regal jetzt aufgebaut ist, fällt euch auf, dass ihr aus Versehen die Bücher mit auf den Sperrmüll geworfen habt und somit scheint das Regal jetzt vollkommen überflüssig. Schließlich habt ihr noch nichts, um das Regal aufzufüllen. So, ihr könnt die Augen wieder öffnen, die Fantasiegeschichte ist vorbei. Wobei, bestimmt hat eh keiner von euch sie zugemacht, ihr seid einfach noch nicht mit Herz und Seele dabei, ihr Schlawiner. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt auf jeden Fall, dass ich vollkommen geistig gestört bin, da ich beim Programmieren plötzlich zu Bücherregalen von IKEA abschweife. Teilweise ist es auch richtig, dennoch möchte ich an dieser Stelle tatsächlich auf etwas Bestimmtes hinaus. Denn auch in Eclipse werden wir gleich eine Art leeren Schrank erstellen. Dazu werfe ich jetzt den Begriff des Eclipse Projects in den Raum. Zu Deutsch also ein Eclipse-Projekt. Dieses Project ist letztendlich Grundbasis für jedes neue Plugin oder auch Programm, was wir in Eclipse programmieren wollen. Ihr könnt es euch daher tatsächlich wie einen leeren Schrank vorstellen. Auch wenn er am Anfang noch gar keinen Inhalt hat, ist er letztendlich für uns eine super Basis, um ihn später mit Quellcode zu füllen. Damit wir richtig loslegen können, um den ersten Quellcode zu tippen, brauchen wir also genau so ein Eclipse Project. Dann mal nichts wie los. Bestimmt ist euch schon mal dieses lustige Fensterchen links an der Seite aufgefallen. Wie das drüber steht, ist das der sogenannte Package Explorer. In Eclipse ist das eine Art Übersicht, in der all eure Projekte und Daten aufgelistet werden. Das ist letztendlich total praktisch, da wir später über alles eine klasse Übersicht haben. Wie das dann genau funktioniert und aussieht, braucht euch jetzt aber erstmal nicht zu interessieren. Wichtig ist vorerst nur, dass wir auch neue Projekte über genau diesen Explorer erstellen können. Macht dafür einfach einen Rechtsklick in das Fenster, dann habt ihr ganz oben die Option New. Wie wir sehen, können wir hier ganz oben ein neues Projekt erstellen. Wir wählen dabei aber nicht das allgemeine Projekt, sondern die Option Java Project. Schließlich arbeiten wir mit der Programmiersprache Java und müssen das dann deshalb nicht später extra festlegen und konfigurieren. Wie ihr seht, hat sich für unser neues Projekt auch direkt ein Fenster mit vielen Optionen geöffnet. Diese Einstellungen sind für uns aber erstmal vollkommen uninteressant, da sie für unseren Bedarf perfekt eingestellt sind. Wichtig hingegen ist ganz oben die Festlegung eines Namens für unser Projekt. Letztendlich könnt ihr euer Projekt nennen, wie immer ihr wollt, aber denkt bitte immer daran, dass es unter diesem Namen angezeigt wird und ihr es später, wenn ihr vielleicht viele Plugin-Projekte besitzt, immer noch finden müsst. Dann ist es eben ziemlich unvorteilhaft, wenn das Projekt einen sinnlosen Namen wie zum Beispiel Grillhähnchen besitzt. Deshalb würde ich euch empfehlen, es einfach wie ich zu machen und eurem Projekt einen standardmäßigen Namen wie zum Beispiel Tutorial zu geben.
Wenn ihr cool seid, könnt ihr es natürlich auch Lernen mit der Gensalami oder so nennen. Hauptsache, ihr findet das Projekt, wie schon gesagt, schlussendlich wieder. Die restlichen Optionen sind für uns so völlig in Ordnung, wie ich es auch schon eben angesprochen habe. Deshalb klicken wir jetzt einfach auf Finish, um das Tutorial-Projekt zu erstellen. Wie ihr seht, hat sich das Projekt mit dem Namen, den ihr ausgewählt habt, links im Package Explorer erstellt. Das Ganze ist als eine Art Heftmappe abgebildet, eben wie unser Bücherregal, das wir jetzt endlich mit Inhalt befüllen können. Doch ob ihr es glaubt oder nicht, unser neues Regal ist nicht ganz leer. Wir können die Projektmappe nämlich einfach öffnen, wenn wir den Pfeil links neben dem Projektnamen anklicken. Es offenbaren sich zwei Ordner. Das ist ziemlich ominös, denn eigentlich sollte unser Projekt ja noch vollkommen leer und unberührt sein. Schließlich haben wir noch nichts programmiert. Aber natürlich haben beide Ordner einen bestimmten Zweck. Zuallererst haben wir da diese GRE System Library. GRE steht dabei einfach für Java Runtime Environment, also die Java Laufzeitumgebung. Vielleicht erinnert ihr euch ja, diese musstet ihr euch installieren, damit auch Eclipse einwandfrei installiert werden konnte. Prinzipiell liegen in diesem Ordner die gesamten Java-Bibliotheken, die alles enthalten, damit ihr mit Java losprogrammieren könnt. Klingt unspektakulär, aber wenn wir jetzt mal einen Blick in diesen Ordner hineinwerfen, indem wir wieder den kleinen Pfeil an der Seite drücken, sehen wir eine Menge Ordner. Und mit einer Menge Ordner meine ich eine weitere Menge riesiger Unterordner. Ihr seht, es hat schon etwas geladen, so viele sind das. Und wenn ihr einmal viel Langeweile habt, dann kann ich euch nur empfehlen, all diese Ordner einfach mal durchzugucken. 3 Jahre sollten euch dafür genügen. Wie auch immer, wichtig ist es erstmal nur zu wissen, dass die Java-Bibliotheken umfangreich sind und für euch zur Verfügung stehen. Ihr müsst den Inhalt dieses Ordners natürlich nicht kennen. Wichtig ist für euch hingegen der zweite Ordner, den wir uns gleich mal angucken, nachdem wir diesen Ordner hier zumachen. Das machen wir einfach wieder mit einem weiteren Klick auf den kleinen Pfeil neben GRE System Library. Dieser Ordner trägt den schönen Namen SRC. SRC ist dabei eine Kurzform für das englische Wort Source und das heißt übersetzt nichts anderes als Quelle. Es geht dabei aber nicht um einen Punkt im Berg, aus dem Wasser sprudelt, sondern um unseren allseits beliebten Quellcode. Sprich, im SRC oder eben Source Ordner wird sämtlicher Quellcode für unser Projekt gelagert. Logischerweise ist das somit unser Hauptarbeitsort. Sicher seid ihr schon ganz gespannt, wie es jetzt weitergeht. Aber jetzt erstmal wieder zurück zu unserer Geschichte mit dem Bücherregal. Ihr wisst, euer Projekt ist wie ein leeres Regal, nur die Grundbasis für das Einlagern vieler neuer Bücher, in eurem Fall für den Quellcode im Projekt. Doch da ihr ein guter Professor seid, der viel Wert auf Ordnung legt, entschließt ihr euch, die Bücher nicht einfach in den Schrank zu legen, sondern sie in bunte Bücherboxen einzusortieren. Im Prinzip haben diese Bücherboxen für euch lediglich den Vorteil, dass ihr jetzt besser auseinanderhalten könnt, welcher Bücher denn nun zusammengehören. Ihr könntet die Bücher natürlich auch wahllos hineinwerfen, aber dabei würdet ihr schnell durcheinander kommen. Und so ist es auch in Eclipse. Wir haben die Möglichkeit, innerhalb unseres Projektes kleinere Unterbereiche zu erstellen, in denen ihr euren Quellcode später viel besser organisieren könnt. Es wäre also schlussendlich möglich, den Quellcode vollkommen ungeordnet ins Projekt hineinzuhauen, aber es hat auch hier wieder viele Vorteile, von Anfang an eine gute Organisation zu behalten. Also fangen wir gleich mal mit der eigentlichen Organisation an. Diese Organisationsordner, von denen ich gesprochen habe, werden in der Programmierung mit Java als Package bezeichnet. Das Ganze heißt übersetzt also so viel wie Paket, passt deshalb perfekt zu meinem Vergleich mit den Bücherboxen. Diesen Begriff des Packages müsst ihr euch unbedingt merken, so wie die Vorfahrtsregel links vor rechts. Die Regel ging doch so, oder? Egal. Da in diesen Packages am Ende der Quellcode untergebracht sein wird, erstellen wir dieses Package natürlich im SRC-Ordner. Denn wie ich es bereits gesagt habe, wird dort am Ende unser gesamter Quellcode liegen. Um ein neues Package zu erstellen, machen wir deshalb einen Rechtsklick auf den SRC-Ordner und wählen New Package. Natürlich müssen wir uns jetzt für unser Package einen neuen Namen ausdenken. Ihr könntet jetzt natürlich irgendeinen beliebigen Namen auswählen, doch als wäre es für heute nicht genug Merkstoff, bringe ich noch einen neuen Fachbegriff ins Spiel, die Java Conventions. Unter Konvention versteht man eine Art Regelwerk, das von vielen Menschen vereinbart und angenommen wird, obwohl es in dieser Form nicht ganz festgeschrieben wird. Das klingt crazy und das ist es auch erstmal, doch je länger ihr programmiert, umso mehr werdet ihr auch diese Java-Konvention verstehen. Was also ist das?
Generell beziehen sich diese Conventions überwiegend auf die Benennung bzw. Schreibweise bestimmter Bestandteile eures Projektes. Auch wenn ihr also theoretisch ein Package einfach Weihnachtsmannbart nennen könntet, so wäre das ein Widerspruch zu den Conventions, in denen auch die Package-Benennung festgelegt ist. Vielleicht fragt ihr euch, wozu das Ganze gut sein soll, die Erklärung ist aber einfach wie auch vielleicht erstmal unverständlich für euch. Stellt es euch so vor, dass Programmierer am liebsten mit einheitlichen Spielregeln arbeiten, damit sie ihre Projekte untereinander besser austauschen und normen können. So ist es für jeden Programmierer einfacher, sich in fremdes Machwerk einzulesen. Auch wenn ihr nur für euch selbst programmiert, ist es dennoch wichtig, euch an die Conventions zu halten. Irgendwann wird der Moment kommen, an dem euch diese Wichtigkeit bewusst wird. Spätestens dann, wenn ihr euch irgendwo als Programmierer bewerbt, wird es schon als grobe Missachtung gesehen, wenn ihr diese Conventions nicht einhaltet. Also lernt sie schön fleißig mit mir. Nun aber ans Eingemachte. Eine generelle Regel, die immer gilt, ist, dass alles in englischer Sprache benannt wird. Das gilt jetzt natürlich nicht für Eigennamen oder spezielle Benennung eurer Projekte, aber für alles Restliche. Wir leben in einer sehr englischen Welt, das habt ihr sicher schon gemerkt. Was sind jetzt aber die speziellen Conventions zur Benennung eines Packages? Stellt euch vor, ihr hättet eine ganz normale Website mit eurem Namen oder eurer Serveradresse, zum Beispiel bifi.de. Diese Webadresse wollen wir zuallererst einmal umdrehen und einfach in den Package-Namen hinzufügen. Wichtig ist dabei zuallererst, dass konventionell alles beim Package-Namen klein geschrieben wird. Fangen wir also erstmal mit der Länderendung an, was bei meinem Beispiel bifi.de, also .de wäre. In meinem Fall schreibe ich einfach .de. Anschließend würde jetzt natürlich mein Name kommen, in dem Fall wieder klein geschrieben bifi. Da wir den Namen aber fest von der Länderendung abtrennen wollen, schreiben wir dazwischen einfach einen Punkt, sodass es weitergehen würde mit de.bifi. Natürlich solltet ihr hier euren Namen wählen, außer ihr heißt rein zufällig genauso wie ich. Jetzt wollen wir im Package-Namen auch noch festlegen, zu welchem Projekt es gehört. Das macht den Namen umso übersichtlicher. In meinem Fall schreibe ich hinter meinem Namen also Punkt, um es abzutrennen, Tutorial. Wenn ich an einem Spielmodus wie zum Beispiel Bed Wars arbeiten würde, würde ich jetzt hier natürlich .Bed Wars schreiben. Als letztes will ich dem Package natürlich noch seinen genaueren Ordnungszweck zuschreiben, sprich welcher Quellcode genau in ihm organisiert ist. Später haben wir so zum Beispiel ein Package für Commands, eins für coole Items und so weiter und so fort. Unser erstes Package soll aber einen besonderen Zweck haben, es soll das zentrale Package des gesamten Plugins sein. Deshalb schreibe ich zuletzt .Main. Main steht dabei einfach für so viel wie das Wesentliche oder die Hauptsache. Wie auch immer, jedenfalls kommt in dieses Package der Quellcode, der für die Verwaltung des Plugins unverzichtbar wird. Darüber sprechen wir nochmal im Detail. Zuallererst erstellen wir aber dieses Package einfach, indem wir auf Finish klicken. Das also ist das Package, in das wir in den nächsten Lektionen unseren allerersten Quellcode hineinschreiben werden. Klingt doch echt vielversprechend, oder? Bevor es aber soweit ist, wollen wir zuallererst noch ein zweites Test-Package erstellen, um die Benennungsconventions nochmal zu festigen. Machen wir also einen Rechtsklick auf Source und klicken wieder auf New Package. Der Anfang der Benennung bleibt dabei logischerweise ganz gleich wie beim ersten Package. Zuerst also die Länderendung .de, dann mit einem Punkt abgetrennt euer Name, in meinem Fall Bifi, danach wieder die Projektunterordnung, bei mir also .tutorial. Und zuletzt wieder der Ordnungszweck. Testweise könnten wir zum Beispiel sagen, dass wir später sicher Kommandos programmieren werden und deshalb das Package .commands erstellen. Wie gesagt, es bleibt alles gleich, die Sprache Englisch ist wie immer dominant und wir können das Package mit Finish erstellen. Nachdem das so super geklappt hat und ihr jetzt noch etwas mehr Übungen in der Erstellung von Packages habt, zeige ich euch zuletzt noch ein super Feature bei Eclipse. Wir können diese beiden Packages nämlich super ineinander schachteln, was das Ganze schlussendlich noch ein bisschen übersichtlicher macht. Dafür klicken wir einfach mal auf den kleinen Pfeil hier oben im Package Explorer. Anschließend wählen wir den Punkt Package Presentation und ändern ihn von Flat auf Hierarchical. Und wie ihr seht, statt zwei klobigen Packages, die fast gleich heißen, haben wir de.bifi.tutorial als Obergesichtspunkt für alle Packages angezeigt. Der genaue Bereich wird darunter aufgespalten in Main und Commands. Sieht doch wirklich super aus, oder?
Das war jetzt echt eine lange und vor allem theoretische Lektion, aber das muss eben auch mal sein. Ich sag immer, wer die Grundlagen, sprich die Theorie nicht kennt, wird an der Praxis verzweifeln. Seid dennoch stolz auf die Einrichtung eures ersten Projektes. Jetzt geht es endlich Schritt für Schritt an das Schreiben eures ersten Quellcodes. Falls dir meine Tutorials gefallen, dann empfiehl diesen Kanal doch bitte bei deinen Freunden weiter oder abonniere ihn selber, um nichts mehr zu verpassen. Schau auch mal auf meiner Website vorbei. Du findest sie in der Videobeschreibung.